Rendite. Was soll ich sagen? Ich bin zurück. Ich war nie weg. Nein, ist Quatsch. Ich war weg. Ich habe mal zwei Videos gemacht, dann ganz lange keine mehr. Und ja, auf wundersame Art und Weise hat es mich jetzt doch wieder zur Pfeife gezogen. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ich habe zwischendurch immer mal wieder eine Pfeife geraucht. Jedoch, ja, sind viele Pfeifen eingestaubt. Tabake sind, ja, sehr ungewöhnlich ausgetrocknet und fast schon zu sehr ausgetrocknet, als dass sie noch rauchbar waren. Der eine oder andere ließ sich wieder befeuchten. Und natürlich auch meine Pfeifen sind alle noch da. Ich werde euch gleich mal einen kleinen Rundgang geben durch meine Pfeifen, die ich aktuell in der Sammlung habe. So, mein ganz kleiner Überblick über die aktuellen Pfeifen und auch die Tabake. Hier den Best Brown Flake, hier ist noch McBaron Plum drin, den ich neu befeuchtet habe. Dann hier ganz klar der Hamburger Fairmaster, der immer geht. Darunter ist noch der St. Bernard Flake. Dann hier eigentlich mein, ja, Daily, der Nashville County und der Scotney von United Passion. Ja, das ist sicherlich ein Tabak, da kann man sich drüber streiten. Ja, dazu wird es in den nächsten Wochen ein bisschen mehr geben zu den Pfeifen selber, was das für Pfeifen sind, wo sie herkommen, wie sie mir gefallen. Und ich habe unten noch ein paar alte Tabake, die ich auch nochmal rauskramen werde. Vielleicht ein bisschen neu befeuchte und mal gucke, was da noch geht. Heute die Petersen. Darin rauche ich heute von HU den Original Warehouse Blend Nashville County. Ein wundervoller Tabak. Das ist Virginia Burley Piri. Ja, drei Tabake, die ich tatsächlich sehr gerne mag. Beim Burley war ich mir anfangs etwas unsicher, inwiefern ich ihn eigentlich wirklich mag oder glaube, ihn zu mögen. Inzwischen kann ich aber sagen, Burley, doch, das kann was. Beim Perique war mir schon immer klar, das ist ein Ding. Deswegen die perfekte Mischung. Also der HU Nashville County ist vielseitig, würde ich sagen. Er hat eine schöne kakao-schokoladige Burley-Note, ohne wirklich nach Doll-Kakao zu schmecken. Es ist leicht nussiges. Aber diese leichte, pfeffrige Note von Brieg, aber wirklich nur ganz sanft, also gar keine Spitzen oder so. Und dann halt ein wunderschön süßer Virginia. Das ist ein Gedicht. Kann ich jeden Tag rauchen. Ich zeige euch gleich nochmal ein Foto. Schönes Tabaksbild. Lässt sich super stopfen, lässt sich super rauchen. Genau, und warum bin ich echt zurück? Warum mache ich eigentlich wieder Videos? Ich habe mir natürlich viele Videos angeschaut und ja, wollte inzwischen mal damit aufhören, nur zu konsumieren und mir ja mal vornehmen, wieder selber ein bisschen aktiver zu werden. Nichts oder ja, ich glaube, ein großer Schritt dabei war, ich war vor 2 Wochen bei Gerd Janssens Pfeifendepot hier in Hamburg. Und ging rein und ja, dann stand der Björn Rimm dort in der Tür fast schon oder kam um die Ecke. Und der mir letztlich dann auch den HU, den Nashville County Tabak empfohlen hat. Genau, dann war ich wieder Feuer und Flamme für Pfeifenvideos, habe mir wieder viel angeguckt.
Ja, einfach viel wegkonsumiert, gerade in der jetzigen Zeit durch Corona hat man natürlich viel Zeit. Ich bin derzeit, ja, sitze zu Hause, mache ein bisschen Homeoffice und langweile mich. Ich gehe mindestens einmal am Tag raus, mache einen langen Spaziergang durch den Park, rauche dabei eine schöne Pfeife und ja, dann habe ich mir gedacht, das kann nicht alles sein. Wenn ich schon draußen bin und meinen Spaziergang mache, dann kann ich euch ja auch mit meinen Gedanken zu dem entsprechenden Tabak oder den Pfeifen behelligen. Wenn ihr es gucken möchtet, tut es gerne. Ja, ich werde euch in den nächsten Wochen ein bisschen mitnehmen über oder rund um das Thema, was habe ich eigentlich mit meinen Pfeifen gemacht? Die waren lange eingelagert und waren natürlich alle irgendwie leicht. Ja, ich möchte sagen, grau, die Mundstücke nicht mehr so schön. Klar waren die irgendwie alle eingewickelt, aber gerade hier so Ebonit-Mundstücke, die sehen dann ja doch mal ein bisschen kacke aus. Werde ich da ein bisschen mitnehmen, was so meine Pfeifenreinigungstipps sind, Aufbereitungstipps. Ich habe eine aktuell sehr überschaubare Tabakbar. Da findet sich ja im Moment überwiegend Sortiment von Downpipe. Und ganz klar, irgendwie Virginias sind dabei, Perique ist dabei. Ansonsten gibt es noch einen alten Germain's Brown Flake, einen Best Brown, der schon bessere Zeiten gesehen hat, aber tatsächlich wie durch wundersame Weise auch nach Nachbefeuchtung noch hervorragend schmeckt. Ja, und so langsam schaue ich mich da mal links und rechts um, ob es da noch schöne Latakia-Blends gibt, die vielleicht interessant für mich sind. Man wird sehen. Ja, und jetzt, ja, aufgrund der Lage, Corona ist überall, werde ich hier das Thema nicht weiter ansprechen, sondern ja, ich würde einfach versuchen, Pfeifenvideos zu machen, meine Sicht auf die Dinge, was Pfeifen und Tabak angeht, mit euch zu teilen. So dass ja, man immer so ein Viertelstündchen, ein halbes Stündchen hat, ja, wo man sich ein bisschen bespaßen lassen kann und nicht viel tun muss. Also sicherlich hier keine Weltpolitik, sondern einfach ein Junge, eine Pfeife und wir schauen mal, was es gibt. Wenn es euch gefällt, drückt lustige Buttons unter dem Video. Ich weiß nicht, wie sie aktuell aussehen, aber. Ich glaube, abonnieren ist immer noch das Zauberwort. Macht es gerne. Ich hoffe, dass es in Zukunft ein bisschen mehr Input meinerseits gibt. Ja, und werde dann mal Stück für Stück zeigen, was ich so an Pfeifen aktuell habe. Es sind nicht viele, aber es sind sehr schöne Modelle dabei. Und dann werde ich euch ein bisschen mit durch Hamburg nehmen und euch meinen Stadtteil zeigen, den Hafen. Planten und Blumen, wir werden ein bisschen rausgehen gemeinsam, Pfeifchen rauchen und schauen, was die Genusswelt mit sich bringt. Vielen Dank erstmal.